Grüße Leute und willkommen bei Zelda Secrets. Dieses Mal wieder mit ein paar Zelda-Facts, die ich im Normalfall bei Instagram oder meiner Community-Seite bei YouTube vorstelle. Bloß dieses Mal wieder schön aufgearbeitet für alle Lesefaulen im Videoformat. Starten wir gleich durch mit Fakt Nummer 21. Und ja, 21, denn die Fakten 1 bis 10 und 11 bis 20 hatte ich schon in vergangenen Videos. Alles zum Namen Zelda. Wie die meisten von euch sicherlich schon wissen, wurde Prinzessin Zelda durch Shigeru Miyamoto nach Zelda Fitzgerald benannt, die Frau des berühmten Autors Scott Fitzgerald. Dabei ist Zelda die Kurzform des italienischen Namens Griselda bzw. Griselda mit Z, der wiederum auf eine Sagengestalt namens Griseldis zurückgeht. Der Name ist zweigliedrig und leitet sich aus den altfranzösischen Gris für Grau und den althochdeutschen Hildja bzw. Hild der Kampf ab. Klingt ja eigentlich schon mal ganz krass, aber Griselda bedeutet dabei eigentlich nur Freude, Glück oder gesegnet. Griselda mit Z hingegen steht auch für endlose Geduld, da besagte Sagengestalt die Tochter eines armen Bauern ist, die von einem Fürsten geheiratet wird und verschiedene Prüfungen bestehen muss, um sich ihn als würdig zu erweisen. Yay, das klingt wirklich wie Hochzeitsvermittlung vor ein paar hundert Jahren. Griseldis erträgt dabei alle Prüfungen und Torturen geduldig. Das Bild der geduldigen Griseldis hat sich bis heute erhalten, spielt aber in Kunst, Musik und Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts kaum noch eine Rolle, beziehungsweise gar nicht mehr. Der Name Zelda wurde übrigens in Deutschland von 2006 bis 2018 ungefähr 130 Mal als Vorname vergeben. Damit steht Zelda auf Platz 3637 der Vornamenshitliste für diesen Zeitraum. Link hat es nicht ganz auf diese Liste geschafft, ist aber zumindest als Vorname geführt, im Gegensatz zu Ganon. Dunkle Charaktere im Zelda-Universum haben anscheinend eine Schwäche für ihr eigenes Musikthema. In Ocarina of Time spielt Ganon sein eigenes Thema auf seiner sehr geliebten Orgel. Dies macht ihn zu einer Handvoll Charaktere, die ihre eigene Themenmusik erzeugen. Die anderen sind zum Beispiel Midna, Gyaram und Yuga, die alle ihre Themen brummen. Yeah, Dark Music. Und klar haben auch andere Fieslinge eigene Themen in Zelda, aber diese werden nicht von ihnen selbst erzeugt. Obwohl ich gern mal Kume und Kotake in ihrer sexy Thermo-Hexi-Form ihr Thema in der Metal-Version hören würde. Kein Zombie in Zelda. Laut mehreren Statue-Beschreibungen in verschiedenen Smash Bros. Teilen sind Re-Deads, wie sie zum Beispiel in Ocarina of Time und The Wind Waker vorkommen, nur aus Leben geformte, mit dunkler Magie zum Leben erwachte Monster, also eine Art Golem. Auch wenn ich diesen Fakt schon mal in Videoform präsentiert habe, hier noch ein paar kleine Ergänzungen dazu. Auch wenn die Re-Deads ihren ersten Auftritt in Ocarina of Time hatten, war Zelda 1 eigentlich streng genommen der erste Teil, der Re-Deads im Spiel hatte. Da Gyptos, also die Mumien im Zelda-Universum, wenn sie in Ocarina of Time verbrannt werden, zu Re-Deads werden. Und Gyptos gab es schon 1986 auf dem NES. Schade, dass es diese Gegner nicht freilaufend in Breath of the Wild gab. Ich denke, dann wäre es in Hyrule-Steppe noch mehr eskaliert. Hey Link, du sollst Hyrule retten, nicht abfackeln. Ein Ort, drei Legenden. Laut dem Zelda-Enzyklopädie ist Dragonrost Island in der deutschen Version Draconia aus The Wind Waker ursprünglich das Sora-Reich aus Ocarina of Time. Zudem teilt es sich sein Musikthema mit dem Dorf der Orni aus Breath of the Wild, was ebenfalls eine sehr hohe und ungewöhnlich zerklüftete Form aufweist. Das könnte bedeuten, dass es sich auch um denselben Ort handelt. In der Zelda-Serie gibt es noch einige dieser Orte, die in verschiedenen Teilen vorkommen, aber unter anderen Namen. Aber ich denke, die hebe ich mir für einen anderen Fakt auf. Wenn Link in Breath of the Wild die Zeitlupenfunktion einsetzt, wird für ihn die Zeit um das 19-fache verlangsamt. Für seine Gegner ist es so, als würden sie gegen jemanden kämpfen, der sich mit 3/4 Schallgeschwindigkeit fortbewegt und zuschlägt. Wer dazu aber gar keine Relation hat, Link ist sogar 800 Stundenkilometer schnell, da die Schallgeschwindigkeit 1235 Kilometer pro Stunde schnell ist. Oder um es noch einfacher auszudrücken, Link ist verdammt schnell. Mario hat Link die Flöte geklaut. In Super Mario Bros. 3 gibt es eine magische Flöte,
Sie spielt dieselbe Melodie wie die Flöte aus Zelda 1 auf dem NES und ruft wie diese ebenfalls einen Wirbelsturm herbei, der die Spielfigur an andere Orte der Landkarte trägt. In Zelda hingegen kann man mit ihr zwar auch warpen, sie hilft aber auch den Dick Dogger zu besiegen und legt den Zugang zum 7. Level frei. Und da Zelda für das NES zeitiger draußen war als Super Mario Bros. 3, war es wirklich Mario, der Link beklaut hat. Die Gerudo-Kriegerin in Ocarina of Time, die Link den Gerudo-Pass übergibt, trägt ihre Kleidungsfarbe und Lippenstift nach der jeweiligen Rüstung von ihm. In späteren Versionen des Spiels ist dies nicht mehr der Fall, weil es sich um einen Glitch gehandelt hat, der behoben wurde. Finde ich irgendwie schade, denn eigentlich klang das nach einem verdammt coolen Feature statt seinem Bug. Alles über Wozu oder auch Tinsuit genannt. Wozu ist ein Gegner, der in Zelda 2 seinen ersten Auftritt hatte und Link bei Berührungen nicht nur Schaden zufügte, sondern auch Erfahrungspunkte stiehlt. Auch wenn er mehr wie eine Ratte aussieht, ist Wozu der erste Auftritt von Wölfen in der Zelda-Serie. Wozus haben scheinbar einen kleinen Tropfen Blut vorne an ihrer Klinge, allerdings ist dieser Bluttropfen jedoch tatsächlich ein verstreutes Pixel, da die Grafikdaten der Beine des Tinsuits tatsächlich zu einem anderen Gegnertyp gehören. Und dieser Pixel ist eigentlich nur der Rest des Schildes eines Iron Knuckles. Übrigens ist dieser fehlgeleitete Pixel der erste Auftritt von Blut in der Zelda-Serie. Sorry, aber in Zelda 1 ist Ganon in einer blutigen Explosion abgetreten. Wow, okay, stimmt ja, habe ich völlig vergessen, aber wie wär's mit diesem Fakt noch zusätzlich? In der ursprünglichen Famigon-Disk-System-Version des Spiels steht Wozu keine Erfahrung. Dies wurde für die internationale Veröffentlichung auf dem NES eingeführt. Und der alte Wolfsrattenkopfschurke hatte sogar einen Auftritt in der Cartoon-Serie Captain N, The Game Master. Die Po-Sisters sind wiederkehrende Charaktere der Zelda-Serie, die ihren wohl bekanntesten Auftritt im Waldtempel von Ocarina of Time hatten. Ihre Namen Jolie, Rot, Beth, Blau, Amy, Grün und Meg in Lila stammen aus dem Romanklassiker Little Woman von 1868 bzw. 1869. Sie zählen auch zu den Charakteren, die eine beschleunigte Lache von Ganondorf für ihre Stimme nutzen, so wie zum Beispiel auch der Garou-Master aus Majora's Mask. Die Farben der Geisterdamen wurden übrigens nach ihren Charaktereigenschaften im Buch zugeordnet. Wer jetzt aber diesen alten Schinken nicht unbedingt lesen will, vielleicht aber trotzdem wissen will, warum die Jungs in Japan sich durch diese Namen haben inspirieren lassen, kann sich ja die Verfilmung ansehen. Davon gab es einige, die neueste ist aber aus dem Jahre 2019, mit zum Beispiel Emma Watson als eine der Hauptrollen. Das Segeltuch. Dieses wurde von Zelda selbst genäht und sie schenkte es Link in Skyward Sword. Dabei funktioniert das Segeltuch ähnlich wie ein Fallschirm, da es den Fall von Link verlangsamt, aber viel wichtiger, es riecht gut, und zwar nach Zelda. Übrigens nutzte Link in einer frühen Entwicklungsversion von Breath of the Wild ebenfalls das Segeltuch, bevor man sich dann doch entschieden hat, dass Link den Segelgleiter bekommt, der ja im Prinzip dieselbe Aufgabe erfüllt. Und ihr fragt euch sicherlich warum. Ganz einfach, weil das Segeltuch sonst nach altem Mann riechen würde und nicht mehr nach Zelda. Und dann bräuchte es Link ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ah, Zelda riecht gut. Das war's heute schon wieder mit Zelda Secrets und den Zelda Random Facts von 21 bis 30. Ich sag bis die Tage, wer mag kann liken, teilen, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!